jetzt, wie Fisks Leute das Geschäft am Laufen halten. Baustellen. Wurden die nicht geschlossen, als er verhaftet wurde? Nein, das ist eines meiner seriösen Geschäfte. Mehrere Investoren. Wir haben keine Handhabe gegen ihn. Aber jetzt schon, richtig? Deswegen ist es gut, wenn du die Baustellen im Auge behältst und mir alles Verdächtige meldest. Alles klar. Ich bin die neugierige Spinne aus der Nachbarschaft. Juri, ich bin an einer Baustelle von Fisk. Und hier laufen viele Typen rum, die nicht wirklich was bauen. Was machen sie? Das finde ich heraus. Ich habe eine Nachricht von Doc. Anscheinend hat er eine Idee für ein Spidey-Gadget angehängt. Der findet auch ständig was. Wow, das könnte funktionieren. Mal sehen. Kann ich nicht lesen. Unglaublich! Doc wäre stolz. Hätte ein Sudoku umbringen sollen. Gute Nacht! Ist noch nicht aller Tage Abend. Ich weiß, aber ich erinnere mich, dass er als kleine Nummer regelmäßig vom Boss eins auf die Mütze bekommen hat. Ich dachte, der Boss hat ihn mal umgebracht. Vielleicht hat er das. Lenny sagt, es gibt mehr als einen Spider-Man. Sei bloß still. Das fehlt uns noch. Eine Spider-Man-Armee. Ich werde eingesperrt! Hey! Ihr seid neu hier. Denk nicht mal im... Zeig mir mal, was du aufpasst. Spider-Man, bringt ihm Respekt. Oh, noch mehr von denen. Verfluchte Das wird weh. Spider-Man, wir haben 4 illegale Waffenhändler im Radius von 3 Blocks um die Baustelle verhaftet. Waffenschieberei. Mal sehen, wie ich zur Reduzierung der Vorräte beitragen kann. Du hast einen großen Fehler gemacht. Bleib von seinen Geräten weg! Er spinnt mich ein! Verflixt! Die haben ihre Kumpel gerufen! Mehr Typen, willkommen zur Party. Hausregel, bitte Schuhe ausziehen. Es sei denn, ihr tragt keine Socken. Dann gilt, kauft euch gefälligst welche. Will jemand aufgeben? Nein? Auf ihn! In Deckung! Hoffentlich bist du versichert. Ich hab ihn!
sonst haben wir keine Chance. Weg damit! Alles abgeriegelt, Captain. Besser gesagt, abgenetzt. Es wurden auch Schüsse gemeldet, daher müssen gleich Officer eintreffen. Gute Arbeit. Fisk hat weitere Baustellen in der Stadt. Ich wette, das sind auch Verstecke. Halt die Augen auf und melde alles Verdächtige. Wenn ich alle von Fisks Baustellen finden will, sollte ich meine Mapping-Software genauer einstellen. Eine Tiefennachbearbeitung von Fotos berühmter Wahrzeichen sollte ausreichen. Ich weiß schon, womit ich anfange. Achtung, an alle Einheiten haben Meldung über Drogendeal. Officer bei Gramercy, bitte melden. Gutes altes Empire State. Mann, ich liebe diese Stadt. Zeit für einen Schnappschuss. Das ist gut. Die Karte ist jetzt neu kalibriert. Hab nicht viel fotografiert, seit ich beim Bugle aufgehört habe und vergessen, wie viel Spaß das macht. Das ist Mr. Lee. Hallo? Peter, hier ist Martin Lee. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass wir noch Zeit für die Vorbereitung von Mays Party brauchen. Der Kuchenlieferant steht wohl im Stau. Oh, kein Problem. Sagen Sie mir Bescheid, wann ich vorbeikommen soll. Großartig. Dann bis bald. Okay, ich habe noch Zeit. Mal sehen, was draußen in der Stadt los ist. Spider-Man, the situation's under control. Sehr schön. Hallo, Mr. Muggins. Wenn es um die Miete geht. Mr. Parker, dieser Anruf ist die dritte und letzte Warnung. Die Zwangsräumung. Moment. Ich bekomme Ende der Woche Geld. Ich kann... Die Zwangsräumung beginnt am Freitag, wenn der komplette Betrag nicht vor Geschäftsschluss eingezahlt wurde. Schönen Tag noch. Ja, schönen Tag noch. Einheiten haben eine Verfolgungsjagd. Haben ein Foto. Hi, Mr. Lee. Hey, Peter, wir sind alle bereit für die Party. Wir warten nur auf dich. Cool, bin unterwegs. Ich stelle den Hörer auf gedämpfte Stimmen ein. So, wo ist meine Tasche?
Mr. Lee ist vielleicht in der Küche, alles für die Party vorbereiten. Und mein Hund? Hey, Peter. Hey, Peter. Was gibt? Hey, Martin. Sorry, ich bin zu spät. Du kommst genau richtig. Lenk sie einfach ab, während wir alles fertig machen. Alles klar. Hey, meine Lieblingstante. Peter, so eine Überraschung. Kann ich helfen? Ja klar. Oh, da sind ein paar Kisten. Nein, in... nein, nein. Ich meine, noch nicht. Ich meine, ich wollte. Ich wollte mit dir reden. Okay. Okay. Peter, hast du Probleme? Brauchst du Geld? Nein, ich meine, ein kleiner Mietrückstand, aber... Nein, 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 mir geht's gut, wirklich. Probleme mit Frauen, hä? Was? Nein, nicht doch. Ich wünschte, du und MJ würdet euch versöhnen. Sie ist wundervoll. Ist sie, aber... Ihr würdet so hübsche Babys bekommen. Wow! Peter. Was ist los? Komm schon, raus damit. Die letzten Jahre... Du hast mir durchs College geholfen und arbeitest hier. Du gibst immer so viel und bittest nie um was. Ich wünschte einfach, es gäbe mehr Menschen wie dich. Er hat recht. Vor 5 Jahren hast du mir gesagt, dass dich meine Mission, anderen zu helfen, inspiriert. Und jetzt inspirierst du mich. Danke, May, für alles. Und auf viele weitere Jahre. Danke nochmal für die ganze Mühe. Oh, ich wünschte, ich könnte mehr tun. May sagt immer, wenn du einem hilfst, naja. Hilfst du allen. Ja, vielleicht sollte May auch mit dem Bürgermeister mal ein Wörtchen reden. Oh, ich muss los. Danke nochmal für die Party und alles. Es bedeutet ihr viel. Sprachnachricht von Yuri. Hör ich mir draußen an.